Das Watt vor Neuwerk ist fest und trittsicher. Mit einer guten Führung kann man da rein. Und auf den zweiten Blick ist auch einiges los. Guck mal hier, das ist ein Wattwurm. Ich mache ihn mal kurz ein bisschen sauber, dann kann jeder gut gucken. Und dann sieht man hier so rote Büschel an den Seiten. Imme Flegel ist die Leiterin des Nationalparkhauses von Neuwerk. Geht mal nah ran. Der Wattwurm gehört zu ihrem kleinen Einmaleins. Den Sand kann er gar nicht verdauen. Dann scheidet er das wieder aus. Den Sand, die reinen Sandkörner. Ne? Wenn der diesen Haufen macht, dann können das natürlich die Vögel gut sehen. Und, der Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer ist anscheinend mehr als Matsch. Er ist Lebensraum, sogar ein Stück UNESCO-Weltnaturerbe. Hast eine gefunden? Und Imme Flegel? Ja, super! Freut sich immer noch daran. Nächstes Wattwunder. Ja, mach mal ein bisschen Pudding da. Mal gucken, wessen Schuhe zuerst stecken bleiben. So trittsicher ist das also gar nicht. Dann merkt man, dass hier was hochgetrieben kommt. Herzmuscheln. Oh, Wahnsinn. Das Watt ist voll davon. Dann gucken wir mal, was passiert, wenn die da so liegen. Die leben ja noch und die finden das richtig blöd, dass sie jetzt auf dem Wattboden liegen. Wer könnte jetzt wohl kommen und Haps machen? Genau, ganz genau. Ne, die Vögel würden kommen und sie hier wegpicken. Mit dem Grabefuß hebelt sich die Muschel zurück unter Tage. Ja. Die Führung hat sich gelohnt. Genau. Imme Flegel macht sie seit 14 Jahren. Ein kleiner bunter Teil ihres Lebens. Die Insel und ihr Turm in der Hauptsaison. Ferienzeit auf Neuwerk. Das heißt Wartezeit vor der Neuwerkstadt. Nur eine Infektionsgemeinschaft darf gleichzeitig in den kleinen Laden. Stammkunden sind darauf vorbereitet. Ja, danke. Und Vorfreude ist die schönste Freude. Auf ein ganz besonderes Sortiment. Selbst fotografierte Postkarten, selbst bedruckte T-Shirts. Außerdem Schafmilchseife, Kalender und Kinderbücher. Werner Flegel hat länger ausprobiert, was ihm und der Kundschaft gefällt. Und hinten gehst du schräg. Nee, hinten nicht rauf. Das ist Kacke. Star-Watt und Wattrock-Café sind heute Teil der Inselkultur. Ja, dadurch, dass die Stammkunden halt immer wieder kommen, kann man sagen, dass es sich etabliert hat und auch die Besucherfrequenz besser geworden ist. Ein unumstrittener Erfolg. Es ist eher mehr geworden, ja. Sonderwünsche? Ja. Farbberatung vermeidet Werner. Ich bin dagegen. Was sagst du denn hinter der Glasscheibe? Mir ist es egal. Öffnungszeiten nach der Tide oder nach Verfügbarkeit des Geschäftsführers. Schließlich gibt es ein Leben neben dem Laden. Werner Flegel wohnt im Nationalparkhaus. Die Wohnung im Dachgeschoss mit den drei Kindern, mit dem Hund und mit der Frau. Imme Flegel. Nach Feierabend wird das Regal ausgeräumt, die Bücher in Kartons verpackt. Falls da noch Platz ist. Gelle ist zu groß, glaube ich ja wohl nicht. Oh, tschüss. Mach's gut. Jelle, der Jüngste, würde gerne mitverpackt. Alles gut. Hier haben wir das Fenster. Der Karton kommt zu den anderen auf dem Dachboden des Hauses. Und es sind nicht nur die Bücher, es ist das ganze Regal. Es ist die ganze Wohnung. Die Flegels ziehen um. Wir verlassen leider die Insel jetzt. Bis vor ein paar Jahren hat Imme gehofft, sie könnten bleiben. Die Familie und das Regal. Das hält. Wenn es das Auseinandernehmen und wir zusammenbauen überlebt, dann geht's nach Nordfriesland. Nach Nordfriesland, nach Tönning geht die Familie. Nur noch ein paar Tage bis zum Umzug. Anne wird was dagegen haben.
Vor 200 Jahren hatte Neuwerk 80 Bewohner. 32 sind es jetzt. Und ohne die Flegels noch mal 5 weniger auf einen Schlag. Dieses Jahr ist kein Jahr wie jedes andere. Rücksprung in die Zeit der Rastvögel. Ende Februar. Die ersten Weißwangengänse sind gerade angekommen. Namensgeber ist der Turm, das Niegewerk, neue Werk. 3 Quadratkilometer Insel drumrum, hamburgisch seit dem Mittelalter. Also man ist wirklich an Ebbe und Flut gebunden, man ist so wetterabhängig hier. Und trotzdem hat man so viel Freiräume. Also man kann, wenn man sich da so ein bisschen nachrichtet, ein Leben hier haben, wie man es nirgendwo anders haben kann eigentlich. Natürlich haben wir alle unsere Aufgaben hier, aber für mich hat es ganz, ganz viel mit Freiheit zu tun. Imme Flegel ist auch die Vogelwartin von Neuwerk und gerade im Ostvorland unterwegs. Die Inselrunde, alle 14 Tage bei Springtide. Ich habe eigentlich alle Rastvögel hier gezählt. Im Prinzip sind das, da kommen gerade die ganzen Weißwanggänse angeflogen, die habe ich noch nicht gezählt. Wenn es geht, kommt jemand von der Nationalparkbehörde extra zur Gänsezählung. Aber es geht im Moment nicht. Der Weg durchs Watt bei Niedrigwasser ist seit Tagen unpassierbar. Heute ist die Prognose besser. Die Neuwerker versuchen es und kommen bis zu diesem Priel. Auf der anderen Seite die Cuxhavener. Die Planierraupen sollen nach Neuwerk. Der Neuwerker Stefan Griebel will ans Festland. Wir hatten ganz viel mit Sturm und Hochwasser zu tun, Sturmfluten gehabt, kleinere in Anführungsstrichen. Ich würde mal sagen, Januar, Februar hatten wir vielleicht 15 Tage, an denen du fahren konntest, von den 8 Wochen. Das ist schon blöde. Der Priel ist ein Ausläufer des sogenannten Ochsstädter Tiefs. Er läuft immer schlechter ab, seit Jahren. Früher konnten wir eine Tour beim Dreiviertelmeter plus im Niedrigwasser fahren. Jetzt müssen wir bei 30 cm aufhören, weil es nicht mehr geht. Dann hast du hier fast einen Meter Wasser im Priel stehen. Da kommst du weder mit den Traktoren durch, noch mit den Kutschen nachher, dass du ein vernünftiges Zeitpuffer am Festland hast. Eine der Kutschen, ein Wattwagen vom Festland, ist immerhin durchgekommen. Aber das Wasser läuft zu langsam ab. Die 3 Neuwerker, die regelmäßig nach Cuxhaven fahren, beraten sich untereinander. Also das haben die auf Neuwerk schon gehabt. Wenn die festsitzen, dann machen die gar nichts. Lass uns umladen. Umladen. Es wird wieder nichts. Stefan Griebel kommt immerhin mit an Land. Er will seine Tochter in Cuxhaven abholen. Die Planierraupen haben schon aufgegeben. Die erste Passage seit Tagen. Dabei ist der Wattweg die Lebensader für Neuwerk. 13 Kilometer sind es vom Festland bis zur Insel. Der Kollege von der Nationalparkbehörde hat es also auch heute nicht zur Insel geschafft. Nur Imme Flegel ist unterwegs. Auf ihrer Runde ist sie bei der Neuwerker Ostbarke angekommen. Nach dem Turm das zweite Wahrzeichen der Insel. Der nächste, der ins Watt fährt, ist jetzt ihr Mann, Werner Flegel. Stefan Griebel hat angerufen, er ist zurück am Priel, jetzt mit der Tochter. Not macht erfinderisch momentan. Werner fährt bis zum Priel. Durch den Priel ist Stefan gelaufen mit seiner Tochter im Neoprenanzug. Kaja Griebel geht während der Woche auf dem Festland zur Schule. Wassertemperatur der Nordsee im März 4 Grad. High five. Ich würde sagen, ich so bis hier. Und Papa so bis da.
So 50, 60 Zentimeter hatten wir jetzt. Wenn wir da gelaufen wären, wo wir mit den Kutschen fahren müssen, weil der Wattboden das da hergibt, die Fahrt, da hättest du bestimmt 1,20 Meter gehabt oder 1,40 Meter. Vor dem Abend muss der Pferdestall sauber gemacht werden, mit vielen Händen. Imme hilft mit ihren Töchtern. Also gestern ist er nicht gefahren. Ich glaube, er war nicht. Ja. Die Familien sind befreundet, wie einige auf Neuwerk. Die Erwachsenen untereinander, Immes Töchter mit den Pferden. Andere Kinder im Grundschulalter gibt es nicht. Der Priel ist ein Problem. Aber so gerade eben noch hat das Jahr normal angefangen auf Neuwerk. Nach den kleinen Neuwerker Regeln neben dem großen Weltschifffahrtsweg nach Hamburg. Ein paar Wochen später ist es damit vorbei. Anfang April. Das Hotel Niegehus wäre jetzt geöffnet, aber Neuwerk ist geschlossen. Wegen Corona. Das Virus darf nicht auf die Insel kommen. Der Hotelchef hat gerade die Nachricht erhalten. Das Betreten der Insel ist verboten. Christian Griebel ist Stefan Griebels Cousin und gewählter Inselsprecher der Neuwerker. Ich bin angerufen worden von der Wasserschutzpolizei, die quasi dafür verantwortlich ist, dass das entsprechend durchgesetzt wird, dieses Betretungsverbot. 1997 ist Christian auf die Insel zurückgegangen mit seiner Frau und hat das Niegehus um- und ausgebaut. 16 kleine und große Zimmer. Heute wäre erste Fahrt des Schiffs gewesen, also Saisonanfang quasi. Ich glaube, wir wären jetzt fast voll, wären jetzt fast ausgebucht. Letztes Wochenende wären wir schon ausgebucht, also jetzt, was gerade durchgelaufen ist. Ist, wie es ist, ne? Ja. Svenja Griebel hat in den letzten Tagen eine Absage nach der anderen schreiben müssen. Letztendlich weiß man, es geht nicht anders und es geht allen mit dieser Situation so. Aber ja, es tat schon auch ein bisschen weh. Schon. Plötzlich hat Svenja Zeit. Also wenn man Langeweile hat, dann nimmt man auch mal überall Bilder ab. Und dann habe ich im Schrank halt noch andere gefunden und ich würde sie gerne alle unterbringen. Aber ich glaube, das wird nichts. Zu viel Bilder ist auch nicht schön. Christian Griebel renoviert im Winter, baut vielleicht neue Möbel für die Zimmer. Neuwerk hat zu, von November bis Ende März. Es würde genau jetzt losgehen, auch gegenüber bei den anderen Griebels. Bei Stefan und Stefans Vater Volker. Das ist eigentlich ein bisschen was fürs Auge. Ja. Volker Griebel würde jetzt den ersten von 5 Wattwagen wieder in Betrieb nehmen. So malt er ihn nur an. Also normalerweise hätten wir jetzt die Zeit ja nicht, aber so jetzt nutzen wir das, dass man das eben auch alles machen kann. Du kannst überall mit dem Schiff hinfahren, du kannst überall per Auto hinfahren, aber mit dem Wattwagen an dein Urlaubsziel, ich glaube, das ist einmalig auf der ganzen Welt. Vor allem dafür brauchen die Griebels ihre Pferde. Sie haben 16. Die Pferdewirtin Anke ist von März bis Oktober auf dem Hof. Auch für Hamburg Port Authority könnte die Saison beginnen. Toddy probiert gerade aus, ob die Bänke noch funktionieren nach dem Winter. Geht. Die Hamburger Behörde arbeitet im Lockdown mit einer Rumpfmannschaft von 3 Mann auf der Insel. Die Bänke sollen zurück auf den Deich. Sie waren eingelagert bei Volker Griebel auf dem Dachboden. Man hilft sich gegenseitig auf Neuwerk. Ganz, ganz langsam zurück. Ganz, ganz langsam zurück. Jetzt hilft die Behörde dem Insulaner beim Rumpf des ersten Wattwagens. Volker weiß, was sich gehört, das kleine Dankeschön nach der Hilfeleistung. Toddy, nimm mal das Ding.
So ist gut. Arbeiterdenkmal. Volkers Sohn Stefan ist unterdessen im Niguhus bei Cousin Christian. Abstimmen mit dem Inselsprecher, wie man die Corona-Hilfe von der Stadt Hamburg beantragt. Kannst du noch mal, wollen wir noch mal hier gucken, wie wird die Anzahl der Beschäftigten gezählt? Was haben Sie dazu irgendwie? Ja. Nicht ganz einfach im Stadtstaat, der eigentlich keine Saisonbetriebe kennt. Guck mal, hier hast du sogar irgendwie so ein Erklärvideo. Da kann man ja sogar mal gucken, irgendwie. Irgendwie ist bloß kein Ton hier. Wir können das nur über Kopfhörer machen. Ja, vielleicht erklären die das ja pantomimisch. Das andere Thema lieber auf dem Deich. Trecker, und zwar gebrauchte. Einmal steht einer Richtung Münster runter und dem hatte ich jetzt Svenny die ganzen Sachen mal geschickt. Und wo ich jetzt geguckt hatte, wäre es halt einmal eventuell so ein CS gewesen, wenn ich jetzt bei den Roten geblieben wäre. Ja. Nach den Pferden das wichtigste Thema für den Weg durchs Watt. Ja, und immer die Voraussetzung, dass wir wissen, sie halten ja nur 4 Jahre maximal. Ja. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt wissen, wir kaufen einen und fahren da ewig mit. Das Watt wird die spätestens in 4 Jahren, muss wieder wann neuer her. Die beiden sind zwischen Treckern und Pferden groß geworden, gemeinsam auf Neuwerk. Aber nicht jeder Neuwerker fährt Trecker. Toddy hat sich für ein Elektromobil entschieden, ein Schweizer Fabrikat. Ideal, auch im Dienst. HPA stellt Anfang April die Bänke auf den Deich, auch bei schlechtem Wetter, auch bei Pandemie. Imme Flegel gehört zu den ersten Nutzerinnen. Wäre schön, wenn Sie sitzen bleiben. Beim Fliegen lassen sie sich ganz schlecht zählen. Die Gänse. Vor 30 Jahren kamen rund 2000 Wildgänse auf ihrem Weg nach Norden. Heute sind es bis zu 10-mal so viele. Also es gibt Weißwangengänse auf Neuwerk. Sehr, sehr viele, viel mehr als Ringelgänse mittlerweile. Das war vor einigen Jahren noch anders. Imme zählt immer noch selbst, weil kein anderer da ist auf der Insel. Komm, Eule. Keine Praktikanten, kein Ranger, kein Team. Ich find's bedrückend. Schon. Trotz unserer Inselidylle hier. Bald ist schon Mai und kein Ende der Inselsperrung in Sicht. Normalerweise glaube ich Bart rasieren, aber das geht auch für Haare, geht für alles. Die Haare sind danach auf jeden Fall kürzer. Opa geht normalerweise zum Friseur an Land und möchte nur Spitzen. Oh, Kaya. Was? Das sind nur Flusen. Ich schneide wirklich nicht viel mehr ab. Kaya. Jetzt kommen die Seiten ab. Dann rasiere ich hier den Rest alles ab. Nee, mehr möchte ich nicht. Das ist alles gut jetzt. Ich glaube, so lassen wir das. Alles Beste. Wunderbar. Schönen Dank. Stell du den Stuhl dahin. Christian Griebel räumt im Garten auf. Auch weil es sonst keiner macht. Jetzt aktuell hätte ich wahrscheinlich 6 Mitarbeiter. 3 haben wir noch nicht gefunden. Eine ist jetzt länger arbeitslos und 2 sind in Kurzarbeit. Ja. Keine guten Aussichten, bis auf eine. Die selbstgebaute Fußwaschanlage für die Gäste. Dafür war nie Zeit. Ja, ich bin handwerklich hier mit meinem Vater quasi groß geworden, aufgewachsen. Und keine Ahnung. Liegt mir einfach. Jetzt müsste Wasser rauskommen, wenn es funktioniert. Der Vater, Lüder Griebel. Da kommt ja ganz schön was drauf, ne? Kannst ja auch mit Duschen über den Kopf halten und kannst ja auch mit Duschen. Brauche ich nicht unbedingt Füße waschen sein. Ne? Also ich würde mich, glaube ich, hierher stellen und mich hier festhalten wollen und dann einfach die Füße ab,
abbrausen. Ich glaube nicht, dass ich mich da unbedingt jetzt hinsetzen würde. Christian kennt das, der Familienrat. Ich habe immer gedacht, hier kommt noch irgendwas drauf. Nein, nein. Da kommt nichts mehr drauf. Ja, na denn. Die Planierraupen, die im Winter nicht durch den Priel kamen, sind längst auf Neuwerk. 8 Arbeiter machen den Schiffsweg für die Fähre neu. Niemand löst sie mehr ab. Es wird Abend auf der gesperrten Insel. Die Enkelin, Kaya, ihr Pferd Paris, ihr Opa, Volker und seine Frau, Afra. Ach so, heute Morgen entweder ein Kranich oder ein Storch. Bei einer Meeresvogel, da auf Werner, also wo wir unsere Gemeinschaftswiese haben. Kein Schiff am Schiffsanleger. Er wird zum Parkplatz für die Tiefbauflotte, wenn das Wasser wieder steigt. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Wenn das Wasser wieder fällt, fährt Stefan Griebel los. Zum Festland. Im Lockdown holt einer für alle das Lebensnotwendige nach Neuwerk, 2-mal pro Woche. Wenn er durch den tiefen Priel kommt, ich fühle mich eigentlich ziemlich sicher. Man hat ja da drüben nur Kontakt mit einer Person, die da den Lieferverkehr jetzt macht. Und das ist irgendwie auch draußen ja. Du läufst nur irgendwie kurz aneinander vorbei und schiebst diese Rollcontainer hin und her. Da mache ich mir keine Sorgen. Wenn einer das Virus nach Neuwerk bringt, müssten alle in Quarantäne. Wenn es sich auf der Insel ausbreitet, müssten die Insulaner an Land. Wer füttert dann die Pferde? Wer hält die Insel? Das Nationalparkhaus hatte einen Wasserschaden. Die Ausstellung über Insel und Wattenmeer sollte gerade neu aufgebaut werden, vom Wattwurm bis zur Sumpfureule. Der Aufbau ist verschoben. Den Veranstaltungsraum nutzt Imme Flegel jetzt als Homeoffice. Führungen finden nicht im Watt statt, sondern im Web. Eine Kegelrobbe war auf Neuwerk. Die war total munter, eine ganz junge Kegelrobbe noch. Und ja, die ist dahin gerobbt und am nächsten Tag war sie auch schon wieder verschwunden. Dann kann man sich ein bisschen auf dem Laufenden halten, was bei uns im Moment in den Schutzgebieten passiert, weil man ja nicht herkommen kann als Besucher. 200 Quadratmeter Ausstellungs- und Arbeitsfläche unten. Oben leben die 5 Flegels auf 70. Frühstück. Mit den üblichen Themen. Möchtest du das Brötchen hier essen? Pauli. Von Werner kommt der Toaster. Wir sind in Hamburg. Von Imme das Geschirr. Den auch mit Film. Gut schmeckt. Von Ofi. Frieden und Küsse. Danke. Der Jüngste, Jelle, muss als Erster zur Arbeit mit Papa in die neue Werkstatt. Die Mädchen haben Homeschooling. Hallo Greta. Und wie ist es mit Mathe? Wie bist du zurechtgekommen? Hast du viele Dinge gefunden, die 1 Meter lang sind, genau? Jelle ist 1 Meter lang. Habe ich mir gedacht. Gibt es noch was 1 Meter bei euch ist? Der Maßstab selber. Ja, klar. Okay. 3, 4. Aber ob mit oder ohne Homeschooling, Carlotta und Greta sind immer nur zu zweit. Der Grund dafür, dass wir jetzt
nach dieser langen Zeit gehen, ist tatsächlich, dass wir uns für die Kinder eben ein anderes Umfeld wünschen. Die haben es zwar hier super, super toll auf der Insel, es ist Freiheit ohne Ende und wir gehen wirklich ungerne. Es fällt uns ganz, ganz schwer, aber es fehlen einfach andere Kinder. 10 Schüler waren es vor 50 Jahren, immerhin noch 6 vor 15. Jetzt Carlotta und Greta. Auch deshalb macht die Lehrerin Homeschooling, damit die beiden auf das Leben am Festland vorbereitet sind. Auch das Husachtern Diek mit seinen Wattwagen ist ein Hotel, eine Pension. 13 Zimmer haben Stefan und Alina Griebel. Auch dieses Haus steht leer, inzwischen in der 7. Woche. Vielleicht dürfen in 10 Tagen die ersten Gäste auf die Insel. Vielleicht nicht. Ich kann mir das Leben hier ohne Gäste nicht vorstellen. Die gehören einfach hierher. Also, wie lange dieser Zeitraum anhält, würde ich das schon sagen. Wenn es schlecht läuft, geht so ein Laden aber über Kopf. Neuwerk hat Sturmfluten, Seeräuber, Kriege überstanden. Corona ist anders. 2001 ist Stefan mit Alina zurückgekommen auf die Insel der Kindheit. Die Familiengeschichte ging weiter. Ja, also grob seit 185 Jahren sind Griebels auf Neuwerk. Werner Flegel war das erste Mal 1994 auf Neuwerk mit einer Jugendgruppe aus Salzgitter. Neuwerkstatt gehört schon zu Neuwerk. Ziemlich genau 10 Jahre jetzt. Wie wird das ohne Laden? Das ist eine komische Frage. Anders halt. Wie genau, weiß ich nicht. Werner wird die Neuwerkstatt noch einmal aufmachen können. Am 25. Mai dürfen Besucher wieder auf die Insel. Aber es vergehen noch einmal 4 Wochen, bis das Vertrauen wieder da ist, die Wattwagen wieder voll sind. Cuxhaven-Salenburg in der Ferienzeit, der Wattwagenplatz. Die Pensionsgäste für Neuwerk sind aufgestiegen, wären soweit. Es könnte losgehen, aber die Insulaner sehen sich ja sonst nicht in der Saison. Dann habe ich denn gestern Abend, Nils sah ja aus, wie, als wenn er mit der Kuh da geknutscht hat. Ja, da haben wir noch einen Kömmerling bei Anke im Kühlschrank gefunden, weil er nur gestern Geburtstag hatte. Es ist wieder so viel passiert. Wollen wir? Dann lassen wir uns. Brrrt, ey. So. Vorsicht bitte! Corona ist zum Alltag geworden. Ah, ich habe gedacht, dass das schneller in den Griff zu bekommen ist und schneller vorbei ist. Ne? Das heißt aber nicht, dass Volker Angst hat. Also Angst habe ich in meinem Leben noch nicht gehabt. Endlich Betrieb. Sogar die zweite Enkelin muss heute fahren, Jana Griebel. Studiert zwar in Hamburg, hat aber den Wattwagenführerschein. Jana kann gut fahren, ja. Jana muss mit dem tiefen Priel vertraut sein. Er ist jedes Mal, wenn sie kommt, ein bisschen tiefer, auch bei Ostenwind. Auf halber Strecke dann die Wattwagen, die eine Stunde auf der Insel waren. Alle grüßen Volker Griebel, manche mit dem Hut, Volker mit dem Daumen. Hat einfach was ganz Besonderes, ja. Mit den Pferden, die
Leute, man kann das erkennen, dass die sich freuen, wenn die auf dem Wagen sitzen. Und für mich ist das das Ein und Alles eigentlich, dieses Wattwagenfahren. Wenn man das gerne tut, so, und ich tue es gerne. So. Nach 70 Minuten ist der Hof in Sicht, mit einigen Gästen auf dem Wagen heute und ohne besondere Vorkommnisse. Bestens. Jana hatte eigentlich heute frei. Ja, eigentlich war ich mit dem Hund draußen. Dann ruft Opa mich an und ja, gleich auch auf dem Wattwagen. Die Saison läuft jetzt. Im Niegehus beginnt Christian Griebel seinen Arbeitstag vor dem Frühstück der Gäste mit Melone schneiden. Dann sind die Eier dran, dann Svenja. Schatz, du hast die Melone doof geschnitten. Nicht immer. Im Niegehus achtet man auf Details und Sonderwünsche werden, wenn irgend möglich, erfüllt. Ein Hausgast hat von Freunden Pakete geschickt bekommen. Und eigentlich wollte ihr Mann noch einen Blumenstrauß, aber das funktioniert hier halt nicht so. Deshalb habe ich ihr ein paar Rosen aus dem Garten auf den Tisch gestellt. Ein runder Geburtstag. Seit ein paar Tagen trage ich Turnschuhe. Also Birkenstock geht nicht mehr. Ich bin auf Turnschuhe umgestiegen. Die Kilometer, die wir im Moment rennen, das ist schon sportlich. Die Saison ist definitiv nicht zu retten. Also das ist einfach so. Unser Geschäft ist ja nun auch das Tagesgeschäft mit den Tagesgästen und das ist echt mau. Aber das ist auch okay. Also wir sind ja froh, dass es jetzt so gut läuft mit der Vermietung. Besser das als nichts. Das ist schon in Ordnung. Immerhin 13 von 16 Zimmern sind jetzt mit Gästen belegt. Zum Frühstück kommen sie an den Tisch. Buffets sind in Corona-Zeiten verboten. Gekochte Eier? Nee, diesmal nicht. Ist das okay, wenn ich bei euch heute aussetze, was Zimmermachen angeht? Ja? Alles gut. Super. Danke. Ohne Buffet hat jetzt jeder Gast Melonen auf dem Tisch. Und die sind tadellos geschnitten. Ich würde sie nicht besser hinkriegen. Der Tisch mit den Gartenrosen. Die Oma hat Geburtstag, der Enkel packt die Geschenke aus. Der Opa hat alles eingefädelt. Man kommt seit Jahren nach Neuwerk und kennt die Insulaner. Sogar Toddy von HPA. Das neue Werk, Niegewerk. Mit 700 Jahren ältestes Hamburger Bauwerk. Wehrturm gegen Seeräuber, Schutzturm bei Sturmfluten. Selbstverständliches Inselzentrum mit historischer Turmschenke. Sie ist geschlossen, seit Jahren. Wenn dieser Turm jetzt an den Landungsbrücken stehen würde, wäre mit Sicherheit schon saniert und würde jeden Abend noch Licht angehen und das Leuchtfeuer würde noch funktionieren. Und da es jetzt so weit auf der Insel, ich sag mal, weg ist von Hamburg, wird es dann manchmal so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Das ist schade. Als Christian noch nicht Inselsprecher war, sondern Schuljunge, war der Turm, der noch Leuchtturm war, sein Spielplatz. Wir haben uns hier bestimmt auch irgendwo auf dem Kupferdach verewigt. Das Ziel war ja, möglichst hoch zu kommen und möglichst weit oben zu schreien. Das Dach hat Vornamen bewahrt, die längst aus der Mode gekommen sind, aus fast einem Jahrhundert. Für die Turmschenke hat sich eine Familie mit Kindern ernsthaft interessiert. Der zuständige Senat hat aber nicht reagiert. Und wo hätte die Familie auch wohnen sollen? Im Nationalpark mit Bauverbot. Wir können ja immer nur dran arbeiten, aber sagen wir mal so, ich glaube, sie wollen es nicht. Das Geld ist überall knapp und da ist Neuwerk anscheinend wieder weit weg. Und vielleicht wird es irgendwann mal ein Thema, wenn hier noch mehr Familien weggehen, dass sie dann irgendwann merken, dass man, sag ich mal so, die Struktur nicht aufrechterhalten kann. Jetzt bewegen sich die Behörden, heißt es. Jetzt. Die Veränderung hat längst begonnen.
Mit der Flut kommt die Flipper nach Neuwerk, jeden Tag ab Cuxhaven. Da, wo die Reisigbesen im Wasser stehen, haben die Planierraupen den Schiffsweg durchs Watt erneuert. Funktioniert einwandfrei. Allerdings dürfen statt 500 nur 250 Gäste mitfahren in Corona-Zeiten. Die verteilen sich über die Insel bis zur Terrasse im Hus Achterndiek bis zu Jana Griebel. Ich möchte einen Eiergrog, bitte. Einen Eiergrog im Sommer, den hat Jana noch nie gemacht. Da muss Rum rein, wahrscheinlich Eier, Sahne. Selbstständig arbeiten, gerade in Stoßzeiten. Die Mutter hat jetzt auch keine Zeit für Erklärungen. Jana macht das super. Wirklich, kann man sich drauf verlassen. Die macht das echt toll. In den Semesterferien in Hamburg jobben? Nein. Die Eltern brauchen in diesem Jahr jede Hand. Aber den Betrieb eines Tages übernehmen wird sie nicht. Ich weiß, dass ich, wenn ich in einem anderen Beruf arbeiten werde, werde ich wahrscheinlich nicht viel mehr Freizeit haben, aber trotzdem. Also ich würde gerne irgendwie nach Hause kommen und wissen, jetzt bin ich zu Hause und nicht noch auf der Arbeit. Und hier ist man eigentlich dauerhaft auf der Arbeit. Der Eierkrog war? Ja. Vielen Dank. Ja. Oh, lecker. Und wie ist er? Ja, danke schön. Schatz, du bist gut. Neben ihrer Pension haben die Griebels einen kleinen Wohnwagenplatz an einem kleinen Wäldchen. Darin dann doch ein paar neue Insulaner. Die sind aber noch nicht so eingezäunt, wie Afra Griebel sich das vorstellt. Ihr Mann Volker arbeitet dran, gemeinsam mit Detlef. Detlef hilft uns eigentlich immer, das kriegen wir schon immer gut. Und Detlef ist ja auch froh, wenn er was zu tun hat. Ja, das machen wir anders jetzt. Ist ja gut. Ja. Detlef hat heute einen der Wohnwagen. Aber es waren seine Kinder, die den Eltern nach einer Neuwerkreise gesagt haben, guckt euch das mal an. Das hat uns so gut gefallen, dass wir hier seit 79 jetzt immer wieder gekommen sind. Jedes Jahr. Du, eigentlich. Das ist gut so. Eigentlich kann da nichts passieren. Es sind keine Hühner mehr auf dieser Seite? Nee. Auftrag ausgeführt. Mal sehen, was an der Hauptstraße los ist. Moin, Toddy. Toddy sucht nach Feierabend seinen Hund. Eingesperrt haben wir ihn auch nicht. Wenn die Flipper längst wieder in Cuxhaven ist, kommt der nächste Schwung Tagesgäste durchs Watt. 4 Stunden hin und zurück, 1 Stunde Aufenthalt. Erwachsene 45 Euro, Kinder 20, Hunde 5. Die Turmschenke hat zu, also Bier und Andenken bei Kaufmann Lange. Und dann vielleicht doch nach 40 Minuten schon wieder los, denn da ist dieser tiefe Priel. Hauptsaison. Werner hat so viel zu tun, dass er beides gleichzeitig macht. Drucken und verkaufen. Sag mal, sind die eine Größe oder gibt es verschiedene? Das ist Einheitsgröße, aber sind. Die Gäste aus dem Niegehus, beziehungsweise aus Aachen. Er ist Fußballfan. Werner, St. Pauli-Farben als Grundfarbe und Alemannia in der Beschriftung. Eigentlich die Koordinaten von Neuwerk. Ja, und die 53 und die 55 haben wir nächstes Jahr auf dem Punktekonto, ne? Dann sieht alles gut aus. Dann sind wir zufrieden, ne? Dann sind wir zufrieden, ja. Werner, das ist ein Muss jedes Jahr hier auf der Insel. Ja, okay. Das ganze Jahr essen wir die nicht, aber wenn wir hier sind, nehmen wir die. Die beiden haben, als sie letztes Jahr hörten, dass wir die Insel verlassen, wirklich ihren Urlaub vorverlegt, damit sie noch hierher kommen können, wenn ich noch im Laden bin. Noch 2 Wochen bis zum Umzug. Noch 1 Woche. Im Nationalparkhaus ist der Wasserschaden aus dem Winter behoben. Jetzt wird die Ausstellung erneuert.
Ausstellungsspezialisten aus dem Ruhrgebiet haben den Zuschlag und Werner hilft. Ich klebe hier eine neue Folie auf, weil sich der Text hier in der neuen Ausstellung ein bisschen geändert hat. Der Werner hat keine Angst vor der Folie und deswegen kann er das. Ich bin Schilder- und Lichtreklamehersteller. Im Leben vor dem Laden. Die neue Werkstatt wird es weitergeben, erstmal auf Kommission. Werner wird am neuen Wohnort produzieren, was auf Neuwerk verkauft wird. Der Wasserstand durch die Anziehungskraft des Mondes, Ebbe und Flut, digital erklärt in der neuen Ausstellung. Die Sumpfohreule darf bleiben, wo sie war und wie sie ist. Aber für die Vogelinseln in der Nachbarschaft, Schahörn und Niegehörn, gibt es neue Folien. Imme Flegel ist gerade noch verantwortlich. In Neuwerker Nordvorland gibt es eine neue Seeschwalbenkolonie. Die Austernfischer, die das ganze Jahr da sind, haben im Frühsommer neue Nachbarn. Der Vogelschutzverein Jordsand beobachtet das. Imme ist eigentlicher Arbeitgeber. Das Nationalparkhaus der Hamburger Behörde ist nur ihre Basis. Die Seeschwalben sind eine kleine Sensation. Fast überall an der Küste werden die Vögel weniger. Das Nordvorland wird beweidet und auch von Besuchern begangen. Also es ist relativ viel Störung und trotzdem haben die sich hier in einer ziemlich großen Kolonie niedergelassen. Das ist schon sehr speziell und ganz schön. Imme ist mit zwei Mitarbeiterinnen da, die schon bald alleine klarkommen müssen. Mit der Praktikantin und mit der Nachfolgerin, Caroline Rotfuß. Ich finde, die Wahl ist super gut mit Caro. Sie hat jetzt schon total viel Erfahrung. Sie ist auch schon sehr lange beim Jordsand immer ehrenamtlich aktiv gewesen. Ist total gut eingearbeitet. Jetzt gehen sie gerade hoch. Da ist auch irgendeine Falke oder irgendwas. In Nordfriesland wird Imme bald Schutzstationen betreuen, Aufgaben bündeln. Mit dem Fahrrad zu den Brandseeschwalben, das ist dann vorbei. Im Niegehus, im Restaurant Anker, beginnt das Abendgeschäft. Lüder Griebel muss wieder ran, Christians Vater. Der Koch hat im Frühjahr abgesagt. Aus einer Eternitbude hat Lüder den Anker gemacht, vor Jahrzehnten. 74 habe ich ihn gekauft. 74, so alt ist er inzwischen selbst. Und macht mit seinem Sohn gleichzeitig 4 Seehecht, 2 eingelegte Bratmakrele, den Hering in Curry. 25. Eine Süßkartoffelsuppe und natürlich die Krabbensuppe Neuwerker Art. Den Anker gibt's am längsten. Dankeschön. Der Anker hat am längsten auf. Sehr gut. Nele und Carlotta, die Studentinnen, sind zum Glück gekommen. Die zwei Kinder von Christian und Svenja sind zur Ausbildung an Land. Ja, die Frage ist natürlich immer, will man das wirklich weitergeben? Dadurch, dass unsere Tage ja wirklich sehr, sehr lang sind und wir wirklich viel Arbeit haben, ist immer die Frage, will man das seinen Kindern auch so antun? Wenn die das nicht wirklich, wirklich wollen, also überstülpen würde ich denen das nie. Halb 10, das sind die längsten Tage. Nach Omas Geburtstag lernt der Enkel, er heißt Theo, jetzt Fahrrad fahren. Neuwerk ist autofrei und der Anker geht in die Verlängerung. Theo, komm mal hier ran an den Männertisch, wir können mal über ein paar Sachen reden noch. Christian ist jetzt seit 15 Stunden auf den Beinen. Die Glocken funktionieren aber noch. Die funktionieren noch, aber die darf man nicht klingeln oder läuten. Weil wenn man die läutet, muss man eine Lokalrunde ausgeben. Die alte Schiffsglocke. Warum habt ihr hier viele alte Boote und Sachen von Schiffen? Das sind alles Sachen, die Lüder mal irgendwo gefunden hat. Eine Neuwerker Legende. Als ganz junger Mann war Lüder mal zufällig auf genau der Sandbank, auf der ein großes Schiff gestrandet war, und hat ein paar Souvenirs mitgenommen, bevor die Polizei kam.
Detlef hat sein Tageswerk geschafft. Draußen und im Wohnwagen. Und das ist mein Hobby. Ich puzzle gern. Drei sind schon wieder fertig. Schloss Neuschwanstein fehlt noch. Ich gehe nicht gerne in die Berge. Wenn du, weißt du, einen Berg rauf gehst und guckst da rüber über den nächsten, dann musst du wieder runter, musst du um den anderen wieder rauf und das mache ich nicht so gern. Ich gehe lieber ins Watt. Das habe ich gerade gemacht. Ist auch hübsch. Ah, naja, gut. Wie auch immer. So, hier, Detlef, das sind die Bilder. Ja, oi. Und Volker und Afra haben bei einer Künstlerin aus der Region Neuwerk-Motive malen lassen. Das ist ein Sonnenuntergang, ne? Oder ein Aufgang. Und, ja, das ist ja Wahnsinn. Nicht. Also das eine ist der Sonnenaufgang, weil der rechts von der Ostbarke ist. Aha, richtig. Besser, Afra passt ein bisschen auf. Ja, ich kann sagen, wo welches hingehängt wird. Das sind immer drei Holzbretter. Und einmal ist das so und einmal so die Nordbarke. Und Ostbarke. Jetzt bringt Volker schon die Barken durcheinander. Ich muss dir das angucken. Aber wenn man das im Original sieht, dann ist das nicht. Hey, scheiß die Wandern. Wie in Mitte? Bei uns da in die Wohnung in Cuxhaven. Ja. Das passt wie, ein Arsch auf den Eimer. Nicht kitschig. Eine Schlafgelegenheit haben alle Insulaner in Cuxhaven. Afra und Volker haben jetzt eine neue Wohnung. Wer weiß denn, was passiert auf der Insel, auf der sie so viele Winter verbracht haben? Mittsommernacht auf Neuwerk. Um 4 geht der Tag schon wieder los. Die Stunde der Insekten und der Wiesenpieper. Volker ist früh dran und die besten Sachen stehen wie immer bei Heiko, dem ersten Angestellten. Aber Heiko kann nichts erschüttern. Alina macht das Frühstück für die Gäste. Das Hus Achtondiek ist ausgebucht, zumindest an den Wochenenden. Vor jeder Abfahrt das Gästebuch. Okay, liebe Alina und lieber Stefan, liebe Afra und lieber Volker, ihr macht Neuwerk für uns zu einem Sehnsuchtsort. Denn was macht? Glücklich. Glücklich. Die Personaldecke ist dünn, die Kuchen macht Afra. Kuchen läuft eigentlich gut, in Anführungsstrichen, bei den ganzen Einschränkungen. Aber es ist ja bei Weitem nur ein Drittel, wenn überhaupt, von dem, was wir sonst haben. So, der ist fertig, habe ich nichts vergessen, Backpulver ist drin. Ohne Familie stünde es schlecht um den Familienbetrieb. Jana fängt gleich im Service an. Stefan war bis 11 gestern in der Hausbar. Ein Blick auf die Zahlen. Dieses Jahr wird seine Spuren hinterlassen. Den, ich sag mal, laufenden Krediten des Betriebes hat man erstmal zum Beispiel die Tilgung eingestellt. Ne? Weil in so einem Jahr, wo dir Umsatz fehlt, kannst du natürlich auch nicht tilgen. Den tilgst du dann ja aus deinem Dispo oder irgendwie sowas. Das macht ja alles keinen Sinn. Um 11 kommt manchmal Svenja rüber und leiht sich Alinas Fachzeitschriften. Es wird ein Mädchen. Wer ist schwanger? Eine Viertelstunde dahin, wo sie keiner findet, aber heute mit Auftrag. Es geht um Familie Flegel. Laden wir die anderen ein, wie machen wir das? Rufen wir sie an? Oder wollen wir einfach so eine kleine Gruppe gründen? Dann müssen wir nicht so viel telefonieren. Also wir hoffen, dass wir sie vielleicht mit einer kleinen Feier überraschen können. Einfach nochmal, um ihr zu zeigen, dass sie uns wichtig ist und dass wir sie unheimlich gern haben. Und ja, dass das nicht einfach so unter den Tisch fällt, so dieser Weggang. Ist das offiziell, Svenja, dass sie jetzt am 1. gehen müssen? Ja. Das ist wirklich traurig. Ja. Sie leben das Ganze hier. Und das finde ich sehr, sehr schade, dass das sowohl für sie als auch für uns wegbricht. Irgendwie. Das ist
ein wunderschöner, fröhlicher Bestandteil. Irgendwie mit den Kindern, mit dem Hund, mit diesen einfach total liebenswerten Menschen. Ja. Stellen wir uns da vorne zur Schätzelein. Die Schule ist schon geschlossen, aber die Kinder sind noch da. Sie haben ihre Abschiedsbriefe geschrieben und die Lehrerin hat sie aufgehängt. Hamburg Port Authority hat auch in der Saison zu tun. Die Fußwaschanlage für Wattwanderer muss instand gehalten werden. Der hintere hatte das auch gemacht, der ging auch nicht, ne? Ja. Eigentlich ist Toddy der Wasserbauspezialist. Und dieser hier, ja, der war undicht. Aber Toddy hat im Moment einfach zu viel um die Ohren. Wattführung beendet. Theo hat alles verstanden, was Imme erzählt hat. Hinter dem Deich die Fußwaschanlage. Funktioniert jetzt wieder einwandfrei. Aber wer statt Füße waschen Fußwellness haben will, der muss zu Christian Griebel in den Garten. Das ist besser wie eine Massage. Nee, das ist ein Lifting. Oh, das ist ein Lifting. Ja. Den Wattwagen zum Abschied winken. Wie oft haben Sie das gemacht, Greta und Carlotta? Das sind noch wenige. Die Kindheit am Neuwerker Deich und nur ein Katzensprung bis nach Hause. Bis ins Nationalparkhaus. Imme darf jetzt nichts Falsches einpacken. Die Reservevögel für die Ausstellung bleiben hier. Jetzt ist es so, dass wir relativ viel abgelenkt sind, dadurch, dass wir einfach viel erledigen müssen. Es gibt so unglaublich viel zu tun. Es ist ja auch mitten in der Saison und dann hat man nicht, zum Glück nicht so viel Zeit zum traurig sein, aber zwischendurch natürlich immer. Ich habe mal so rumgefragt, wie die Meinung so ist, wann die Schule das nächste Mal in Betrieb ist. Da wollte niemand so richtig eine Zahl nennen. Beim Streichen helfen kann jetzt kaum jemand. Die Terrassen brummen endlich auf Neuwerk. Aber Alina macht gleich Schluss. Ich gehe auf eine Party, auf eine Beachparty. Und ihr Mann Stefan bereitet schon mal das Eis für die Cocktails vor. Alle machen mit, alle Neuwerker. Sollen wir hier mit drauf? Mitten in der Saison. Ja. Ins Watt und dann aber nicht nach Cuxhaven, sondern rechts abbiegen. Auf eine Sandbank, knapp westlich vor der Insel. Die Überraschungsparty für Familie Flegel. Das ist schon echt ein Verlust. Das sind beides so Menschen, die richtig gut auf die Insel gepasst haben und sich hier wohlgefühlt haben. Ja. Ab.
Ein Insulaner war bei den Flegels und hat darauf bestanden, dass jetzt Schluss ist mit Kistenpacken. Imme und Werner wussten von nichts. Ein anderer hat dann sogar sein Akkordeon dabei und singt das Neuwerklied. Lüder Griebel, das hat er lange nicht gemacht. Wenn viele Jüngere dann irgendwann eben nicht mehr da sind und keiner nachkommt, dann wird das hier wirklich einfach ganz anders sein und dann wird sich die Insel auch nicht halten können. Denn es ist ja so ein ganzes Netzwerk aus Versorgungsdingen und so weiter. Also das funktioniert dann einfach irgendwann nicht mehr, denke ich. Über die ganze Saison hat Imme die Abstandsregeln eingehalten, aber jetzt geht's nicht mehr. Abschied von Alina, von Svenja. Ein paar Tage später sind alle Vögel in der Luft, als wollten sie nicht glauben, dass die Vogelwartin heute wirklich geht. Toddy hat Werner sein Auto geliehen für das letzte Gepäck. Das meiste ist schon an Land. Keine Fragen mehr. Am liebsten kein Fernsehen. Für Imme schon gar nicht. Es ist so viel geredet worden mit den Behörden in Hamburg. Vielleicht werden jetzt zwei Wohnungen gebaut oder vier. Vielleicht kommt eine Familie und bleibt zwei Jahre, den Sommer über. Vielleicht waren die Flegels eine ganz große Chance für Neuwerk. Detlef, einen Moment zu spät. Eine Ära geht zu Ende. Vielleicht fängt schon eine neue Ära an. Richtung Elbe ist der Priel inzwischen so tief, dass er die Trinkwasserleitung für Neuwerk freigespült hat, die jetzt im Wasser schwimmt. Die Cuxhavener haben die Stelle markiert, damit bei Hochwasser kein Krabbenkutter durchfährt. Die Leitung muss also noch tiefer gelegt werden, die nächste Baustelle für die Insulaner. Hier geht es ja um unser Leben, ne? Hier geht es um unsere Existenz, da kannst du nicht locker lassen. Also niemand interessiert sich da so sehr für wie wir selber. Die Flegels fahren gleich vorbei in ihrem Hänger. Bis zum Festland wird Stefan sie begleiten.